Ja, Leute, es geht weiter mit Super Mario 64. Ocarina of Time. Wir haben einen Pinguin. Das soll Prinzessin Ruto sein. Ja. Und? Nein. Fuck! Tot. Und der Pinguin kann nicht gegessen werden. Ist schon mal eine gute Nachricht. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier durchkommen und diese ganzen Rätsel, die wir bisher gesehen haben, sind interessant. Mal schauen. Auf jeden Fall, glaube ich, haben wir jetzt mal was Interessantes gefunden. Hallo! Oh mein Gott! You've unlocked the Super Overalls. It empowers your ground pound and with every single one the ground will tremble. Oh. Also sind Bomben jetzt nutzlos für uns? Alles klar. Moment. Da oben. Da ist Schatten. Gleich mal schauen. Was ist es für ein Schatten? So, wir haben also die Fähigkeit bekommen, Bomben zu stoppen. Hä? Wie sollen wir da hoch? Alles klar. Egal. Unwichtig. Moment. Was war hier drin? Hey du. Öffne dich. Nichts. Fuck, was soll ich jetzt sagen? Gott verdammt. Egal. Wir haben gerade irgendwas bekommen, was uns weiterhelfen soll. Also die Frage, wie du hoch... Ach ja, ich weiß, wo wir hochkommen. Aber ob wir... Es ist die... Eine weitere Frage ist, ob wir Ruto noch brauchen oder ob das jetzt egal ist. Ist hier unten irgendwas Interessantes? Glaube ja nicht. Haha. Sehr gut, Pinguin, du bist nicht nervig, nein. Überhaupt nicht. So. Holy moly. Oh. Da hinten, da können wir jetzt lang. Genau. Sehr gut. Ja. Mhm. Das hätte ich wissen können. Daran habe ich jetzt nicht mehr gedacht. Wah, wah, wah. Oh je. Boop. Nein. Boop. Easy. Bitte nicht nochmal runterhüpfen. Moment. Moment. Irgendwo war da noch ein Knopf, oder? Nein, hier könnten wir den Kollegen wieder herspawnen. Ach, da unten. Ich bin so dämlich. Tada. Gut, dann machen wir halt einfach mal Boom. Und schauen. Kann ich auch einfach nur in der Nähe sein? Nein. Toll. Bingo! Ich komme! Wow! Easy! Hallo, Bingo! Ma! Yeah! Ja, schrei nicht. Schön. In dem Spiel ist alles halbwegs verpackt. Ist nicht so schlimm. Sollte man gewohnt sein von Fangames. Ich will hier durch, danke. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Hier ist eine Kiste. Ich bin zu dumm, um Kisten auf den Boden zu legen, ohne sie dabei kaputt zu machen. Warte, hier ist auch Boss-Time. Kamera! Warum? Ich kann nicht sehen. Kamera. Danke. Oh. Okay, der Mini-Boss, der ist weg. Der ist nicht dabei. Alles klar. Und hier? Müssen wir... Oh. Wie... kann ich hier irgendwie... What the fuck? Lass liegen. Shit. Aber es funktioniert. Was ist, wenn die Kiste hier kaputt macht? Dann ist man ja gebumst, oder nicht? Ich hasse diese Steuerung.
Es funktioniert. Scheiße. Komm schon! So schwer kann es nicht sein. Wer ist auf diese dämliche Idee gekommen? Oh, Moment. Es gibt ein paar Sachen, die sie scheiße steuern. Machen wir daraus ein Rätsel. Easy. Hier weg. Bitte nicht kaputt machen. Die Teile kann man kaputt machen, was dann? Hier weg. Okay, was habe ich hier drin? Nichts. Die können nicht einfach nur so da sein, oder? Einfach nur Dekoration? Wirklich. Wow. Sehr interessant. Okay, wieder eine Kiste. Und wahrscheinlich etwas, das, oh, das dafür sorgen wird, dass die Kamera nicht mehr richtig mitspielt. Das ist jetzt etwas doof. Fuck! Egal. Wir haben es hierhin geschafft. Toll. Wir haben aber keine Kiste mehr. Und jetzt? Ich speichere einfach mal. Wir haben es relativ weit geschafft. Eigentlich fehlt uns nur noch eine Kiste, dann sind wir nicht schon dann beim Boss oder so? Ja! Egal, egal, egal. Kurz suchen, suchen gehen. Notfalls lege ich da eine Bombe hin, die muss halt einfach nur im richtigen Moment drauf hüpfen. Oder geht's wieder hoch? Nein. Wie? No. Müssen die jetzt noch so einen dämlichen Schalter hin tun? Weil mit Pingu komme ich hier anscheinend eh nicht hoch. Hallo. Ist hier irgendwo eine Kiste? Ich hätte gerne eine Kiste. Bitte. Oh. Das. Was macht die Bombe hier? Ach, weil ich da. Genau, weil ich sie da hingetan habe. Oh, und dann ist der Spawnpoint komplett anders. Ah, nee, ich war auf mit dem Feuer. Fuck. Ich versuche da hochzukommen. Aber es ist nicht möglich. What the fuck? Ich hasse es. Okay, nein, tschüss. Oh. Fuck. Sterben ist nicht so. Wir haben Leben, also ist Sterben doch schlimm. Wo kriegen wir eine Kiste her? Hier ist doch eigentlich immer eine Kiste gewesen. Oder Kisten. Jetzt aber nicht mehr. Das ist aber schön. Hallo, es geht weiter. Oh Mann. Das OBS einfach abgespielt. OBS wollte nicht mehr. Toll. Überhaupt nicht nervig, nein. Aber die Aufnahme ist noch da, was ich ganz gut finde. Weil ich dachte, dass wenn bei mir OBS abschmiert, dass dann die Aufnahme für immer weg ist. Aber anscheinend doch nicht. Ich habe aber auch, als es abgeschmiert ist, noch nie so eine Meldung bekommen. Ja gut, okay, es ist auch noch nicht wirklich oft abgeschmiert, um fair zu bleiben. Aber ja, interessant. So, ich habe trotzdem keine Ahnung, wo die Kiste ist. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich auch die Zeit richtig schaue, weil wir hatten ja gerade 8 Minuten Aufnahme so gesehen. Auf diese eine diese Bombe. Ja. Ich meine, können uns Bomben jetzt nicht einfach egal sein? Obwohl, wenn wir nur was von der Seite wegspringen können, dann können wir ja nicht mit einer Arschbombe drauf. Dafür könnten wir die wahrscheinlich noch brauchen. Ja, ich versuche jetzt einfach mal. Ja, easy. Oh. Moment. Was habe ich hier gemacht? Ach, das ist Sand. Ich verstehe. Ha! Nein, was ein Scheißort. Ich will nicht sterben. Ich laufe jetzt den ganzen Weg zurück, ich heil mich. Egal, wir haben den Sand wegbekommen. Und ich glaube, der Sand kommt nicht zurück, hoffe ich. Ich dachte, ich muss da eine Arschbombe drauf machen. Aber egal. Ja, ich weiß, ich krieg da eh nur einen silbernen Stern, aber was soll ich machen?
Vielleicht kriege ich dadurch ja auch irgendwie eine Kiste. Wäre toll. Ich bezweifle es irgendwie, aber wer weiß. Wahoo, wahoo, ey. Ha! Oh ja. Speichern. Und weg hier. Wahoo, 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 yahoo. Okay. So. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich irgendwie mit Pingu hier hochkomme. Ja, ich weiß, heißt nicht Pingu. Ich sag Pingu. Weil Pingu. Wer kennt Pingu nicht? Dann sucht es auf YouTube. Pingu. Die beste Serie der Welt. Okay, sag mir, Spiel, habe ich die anderen verloren? Nein. Das ist gut. Vielleicht sammle ich die doch. Vielleicht sammle ich die dann doch noch ein, die Sterne. Abgesehen davon, dass der Stern hier Bullshit ist. Hallo. Danke. Da ist er nicht drin. Hahaha. Ja, so ein Spaß. Waha. So. Ist er hier drin? Nein. In irgendeinem Block. Ich glaube, wir hatten den Block schon. Nur der ist dann einfach weggepopelt. Oh. Kamera. Warum tust du mir das an? Du. Okay. Dann halt nicht. Hallo? Danke. Was war das? Okay, Kamera näher ran. Ich glaube, deshalb. Ich bin auch nur hier hoch. Dann ist es ein D-Block, hundertprozentig. Ja! Easy, 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 easy! Weg hier! Ich hol mir die Sterne. Die überhaupt nicht sehr nervig sind zu holen, nein. Kann ich wenigstens sagen, dass ich etwas geschafft habe, das nervig ist. Ja, toll. Dann bin ich was Besonderes. Nein, bist du nicht. Na gut. Das Spiel. Ist ganz lustig. Immer noch. Ich find's immer noch ganz lustig. Aber ich muss auch noch irgendwann mal das richtige Super Mario 64 spielen. Ich meine, ich kenne schon fast den und auswendig. Nein, die späteren, da bin ich wirklich. Aber ich habe es noch nie gespielt. Also gespielt schon, aber ich habe es noch nie. Ich habe noch nie Super Mario 64 durchgespielt. Ein paar Level habe ich schon gespielt. So. Ja, schauen wir mal. Weiter. Ja. Gut. Jetzt aber. Wo war noch einer, den ich nicht eingesammelt habe? Oh nee, ich weiß. Nein! Der Raum hier. Oh nein! Der wird überhaupt nicht stark, hart, kacken, drecksnervig sein? Bestimmt nicht. Fucking, geh da hoch! So, hallo. Fucking Mario! Mach, was ich dir sage! Bitte verglitsch nicht so hart! Nein, nicht in die Richtung! Oh, okay, ich darf gar nichts. Yay, in die Richtung, geil. Aber der Jump. Ja, der Jump. Egal, so bringen wir so langsam alle in eine Richtung. Was, glaube ich, ein großer Vorteil ist.
Weil dann müssen wir nicht so aufpassen. Wegen dem Scheiß. Nein! Kann ich jetzt nicht irgendwie neutral machen? Hier? Nein, kann ich... What the fuck? Was? Oh. Nein, ich kann es nicht neutral machen. Obwohl, mit genug Cyclen. Genug Cycle, dann ist es neutral. Wirklich. Nein! Scheiße! Okay. Ah, fucking. Komm schon! Da wird man doch verrückt. Für solche Momente ist die Mario Engine nicht gemacht. Für solche Shit-Jumps. Nein, stop it. Nicht so weit, bitte. Ich will hier lang, ja, ganz brav, los, ganz langsam, ganz langsam. Ich werde am Stern vorbeihüpfen, sage ich euch jetzt schon. Keine Frage. Nein, stopp. Mario. Warum? Wie habe ich das noch verdient? Diese Qualen. Warum? Warum, Mario? Warum tust du mir das an? Ah, nein! Ah! Easy! 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 Easy, 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 oh, stop! Easy, easy, stop! Easy, easy! Komm schon! Fuck! Ich hasse es. Sobald ich mit dem Rätsel fertig bin, beende ich die Folge. Ich will es jetzt aber noch hinbekommen. Hoffe ich. Ich hoffe, ich bekomme es noch hin. Was? Warum? Okay. Irgendwie endet es in der Mitte. Bitte, Mario. Hilf mir. Arbeite für deine Klempnergeld! Ich weiß genau. Ich weiß genau, dass du Klempnergeld hast. Du bist immerhin Klempner! Nicht, bitte. Warum war das so ätzend? Ich will hier raus. Ich will hier raus. Stern, du bist mein. Ja. Oh, die Mann. Ja, lass mich speichern. Okay. Ich beende jetzt die Folge. Es war interessant. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.